Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier, wir müssen hier an den Kameras vorbei und wir sind im Labor von diesem Dr. Sykes. Ja, und wir haben in der letzten Folge noch festgestellt, dass wir diese Kanister hier so, diese Container da so hinstellen können. Und uns dahinter verstecken können. Die sehen gar nicht so groß aus jetzt. Nicht schlecht, so ein Drohnending. So, aufheben, hoch, drehen, rüber. Reicht das? Das reicht. Jetzt müssen wir das nur noch geschickt machen. So zeitlich das richtig hinbekommen. Passt, 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 passt. Knapp ist es. Boah. Sehr schön. Zwei Container hätten wirklich gereicht, glaube ich. Ja, ich sag's ja immer wieder, ich mag so rätselige Dinger. Oh nein. Sie sieht aber nicht mehr so ganz lebendig aus. Ein bisschen verschwommen, durchsichtig. Board. Jüngste erfolgreiche Uploads. Forbes. Terry. ID. 2, 2, 3, 4, 8, 5, 3. Kennen wir nicht. Thib. Julia. ID. 5, 3, 6, 5, 3, 9, 6. Kennen wir auch nicht. O'Neill. Walter. ID. 4, 4, 2, 0, 9, 9. Ja, den kennen wir. Leicester Fanny, ID 125236. Ja, davon, über den haben wir zumindest gelesen schon. Und Leicester John, sein Bruder, ID ist 142352. Okay, haben wir uns das gemerkt? Brauchen wir das noch? Sind hier Kameras? Ist hier irgendwas Gefährliches? Strom ist doch hier. Gucken wir mal. Ach so, da dreht es sich und so. Tafel. Board. Donnerstag, der 16.01.2048. Hochgeladene Quellen 41. Erfolgreich. 35. Fehlerhaft. Fehlerhaft 4. Verluste 2. Oh nein. Ah, da gucken wir später. Och, das ist ja auch schön. Avatare untersuchen. Ja, wir haben hier Avatare, Upload-Klassen für City 5. Wir haben A, keine Gedächtnismodifikation, Körper wird konserviert. B, Gedächtnismodifikation, Körper wird konserviert. C, Gedächtnismodifikation, Körper wird entsorgt. D, Avatar ohne biologische Quelle. E, Upload fehlgeschlagen, Körper wird entsorgt. Ausnahmen vorbehalten. Unschön, oder? Ja, da gucken wir gleich. Aber hier haben wir noch was Interessantes. Terminal. Hub.
Nachricht von Julia Thib am 14.01.2048, 14 Uhr und 2. Hey Terry, allmählich wird's leer. Hier ist mein Passwort, ich brauch's ja nicht mehr. Thib 777. Wir sehen uns drüben. Ich drücke dich, Julia. Oh, eine Konsole. Moment, wir gucken uns aber vorher erstmal an hier, was mit denen ist. Hologramm-Konsole untersuchen. Hologramm-Avatar. Newman, Linda? Aha, Source, Nolan, Tracy. Linda war aber doch gar nicht drüben. Die hieß doch Amy drüben. Upload? Fehlgeschlagen. Oh Gott, ja. Das war's mit Tracy. Frau ist tot. Wo ist denn ihre Narbe? Ihre Gesichtsnarbe, hat sie die? Nein, nein, das ist ja, die ist ja durchsichtig. Das ist ja irgendwie komisch. Hier ist doch noch was da. Handheld. Nachricht von Olga. Eure schöne neue Welt ist wohl doch nicht für jeden. Ja. 11. Januar 2048 um 12.14 Uhr. Es tut mir leid, Robert. Dr. Kurtz will nur das beste genetische Material mitnehmen und Claire ist nur C+. Und viel Glück und gib die Hoffnung nicht auf. Olga. Na, wen haben wir hier? Olga. Und das ist Avatar Lehmann, Fedrica. Quelle Ingram, Lisa, ID 723325. Status-Upload fehlerhaft. Patch 14.3 wird vorbereitet. Und das hier? Hologramm. Lehmann, Patrick. Quelle Ingram Mark, ID 756745. Status Upload fehlerhaft. Patch 14.3 wird vorbereitet. Cloud Hub. Nichts drin hier? Nein. Untersuchen erstmal. Cloud Hub, User, Thib, Julia, die ID kennen wir ja. Nachricht von Terry Forbes, 14.01.2048 um 14.04 Uhr. Natürlich sehen wir uns drüben, meine Liebe. Was soll schon schief gehen? Viel Glück. Erstmal die Türen entriegeln. Oh, schade. Na schön. Dreams und Tracy. Wo seid ihr? Hier. Nolan, James. Nolan, Tracy. Sie liegen in Kryo-Schlafbehältern. Richard. Oh, du Dummkopf. Sie haben sie in einen Skywhale verladen. Atlantic Skywhale M688. Über Berlin. Halt! Bewegung! Mist! Bitte nehmen Sie die Hände hoch! Okay, warte! Nicht schießen, okay? Beide ausschalten. Das wird nichts. Aber das kann ich machen. Oh, hallo. Und gute Nacht. Hey! Was zum Teufel ist hier los? Da konnten wir aber nichts einsammeln. Da drüben ist aber auch noch eine Tür aufgegangen. Da kommen wir raus, denke ich mal.
Und vor uns? Von links sind wir ja gekommen. Die Konsole gucken wir uns nachher an. Wir gucken hier erstmal rein. Ei. Nichts los hier. Okay, Konsole her. Sie haben sie tatsächlich hochgeladen. Was? Upload fehlgeschlagen. Sekundärdaten abgelehnt. Ersatz-Avatar bereitgestellt. Was zur Hölle haben die mit ihr gemacht? Sally, wahrscheinlich. Ich muss James finden. Ja, ich vermute mal. James, wo haben wir denn James? Tür auf. Ach, da drüben, da kamen doch die beiden Robopolizisten raus. Da aus dem Raum. Das war der Trick. Hier arbeitet überhaupt niemand. Die sind alle schon geflohen. CloudHub-User von Stahl. Valerie. Nachricht von Raymond Kurtz. 14.01.2048 um 0.05 Uhr. Habe deinen Entwurf für die Rede gelesen. Bewegend wie immer, meine Liebe. Nur über den Selbstzweifelpart bin ich mir nicht sicher. Fühlt es sich wirklich so falsch an? Ich glaube nicht, dass wir den großen Tag mit so viel Wehmut beginnen sollten. Und dort? CloudHub-User Kurtz Raymond. Nachricht von Valerie von Stahl. Am 14.01.2048 um 7.14 Uhr. Ich finde es wichtig, dass wir unseren Gläubigern zeigen, wir teilen eure Zweifel. Was wir tun, ist monströs. Wir sollten das nicht einfach ausblenden. Das unterscheidet die Guten von den Bösen. Und wir holen jetzt unseren Sohn. Terminal Security Level 10. Zugriff nur für autorisiertes Personal, also für uns. Mal. Jetzt ist es ja keiner da. Was machen die denn da unten? Oh, schwupps, weg ist es. Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Was Sie hier sehen, ist unsere Upload-Unit. Sicher können Sie es kaum erwarten, sie selbst auszuprobieren. Momentan laden wir täglich 750 Personen hoch. Alles sorgfältig ausgewählte Menschen, die einen Neuanfang machen und eine bessere Welt bauen wollen. Sie, unsere Investoren, werden also in bester Gesellschaft sein. Wie Sie wissen, ist unser Projekt in eine entscheidende Phase getreten. Die autonome Stromversorgung funktioniert. Alle Datennetze sind zur Trennung vorbereitet. Jetzt stehen wir kurz vor dem Ziel, denn unser AI-Projekt ist ein fantastischer Erfolg. Möchten Sie ihn einmal sehen? Das ist er. Das ist James. Wir haben jahrelang an seiner Synthese gearbeitet. Er ist natürlich geboren worden im Körper einer biologischen Frau, wie Sie und ich. Und er hatte eine richtige Kindheit. Ich darf sagen, dass er unsere Erwartungen weit übertroffen hat. Wir haben ihn und seine Familie letzte Woche hochgeladen. In City 5 wird er sich exponentiell weiterentwickeln. Er ist
ist die Blaupause für unsere Zukunft. Ein Quantensprung der geistigen Evolution. Warum ausgerechnet ein Kind? Unsere KI sollte Moral entwickeln, bevor sie die Grenzen unseres Verstandes sprengt. Denken Sie nicht? Ich zeige es Ihnen. Sagen wir, dies sei die Leistungskraft unseres menschlichen Gehirns. Nun sehen Sie, wozu James' Gehirn in der Lage sein wird. So weit, so gut. Aber was haben Sie davon? Sehen Sie, was in einer virtuellen Umgebung mit Ihren Gehirnmustern möglich wird. Ihr Geist wird keine Grenzen kennen. Ihr Leben wird keine Grenzen kennen. In City 5 werden Sie alle perfekt sein. Da haben wir wohl zu lange am Klavier gehockt. Hätten wir uns mal lieber beeilt. Richard! Gott sei Dank, ich dachte schon... Fass mich nicht an! Und jetzt hau ab. Richard, bitte! Ich verstehe dich ja, aber... gib mir eine Chance, das wieder gut zu machen. Du hattest deine Chance. Hau ab! Los, geh schon! Und spar dir das Theater mit dem Husten. Lass den Blödsinn, ich... Lydia? Lydia? Verdammter Mist! Hey, geht's denn? Kommst du zurecht? Oh Gott, du blutest ja. Ja, das ist normal. Ich hab nicht mehr viel Zeit, verstehst du? Du bist noch keine 30. Für jemanden wie mich ist das viel, Richard. Was ist denn mit Tracy und James? Sie haben sie in ihre VR hochgeladen. Aber das spielt keine Rolle mehr. James ist... Ich weiß. Ich habe die Rede gesehen. Über die Monitore. Er ist künstlich, Lydia. Eine Art Super-KI. Was wirst du jetzt machen? Ich schließe mich Breakpoint an. Und jage den ganzen Mist in die Luft. James ist immer noch dein Sohn, Richard. So oder so. Du kannst nicht einfach hier sitzen bleiben. Vielleicht sind ihre Körper noch irgendwo hier. Sie haben sie auf ein Skywhale nach Berlin verladen. Dann komm jetzt. Wir finden sie. Die Station wird evakuiert, Lydia. Sie nehmen alles mit. Dann müssen wir denselben Weg nehmen wie sie. Wie stellst du dir das vor? Komm schon, Richard. Wir schaffen das. Eine neue Menschheit. Richard hat sich Kurt's Rede angehört. Einen Moment mal, hier ist was. Sieh dir das hier an. Das sind Datenbanken. Riesige Datenbanken.
Dataverse. Move Scan, Cloud Scan, Robodat. Mein Gott, die scannen wirklich alles. Move Scan kennst du. Das ist die Datenbank mit Körperbewegungsprofil. Steve hat darin für mich Abfragen gemacht. Cloud Scan speichert die gesamte Kommunikation in der Cloud. Aber Robodat, davon habe ich noch nie gehört. Das ist eine Datenbank sämtlicher Bot-Aufzeichnungen. Verstehst du? Was Bots, Drohnen, Cabin Cars und HoloLenses sehen, was sie hören, was sie wahrnehmen, das alles wird gespeichert. Alles verschlagwortet. Mit IDs, inhaltlichen Tags, Orten, Gebäuden, Zeiten. Damit lässt sich jedes Leben rekonstruieren. Selbst von Leuten, die keine AR verwenden. Damit kann man eine Weltsimulation bauen. Oh, gruselig. Sie geht schon weiter, liebe Welt. Da draußen, wir sind am Ende der Folge. Wir werden ihr in der nächsten Folge folgen. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.